Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr es im Hintergrund schon seht, befinde ich mich am Erzberg. Das wohl härteste Enduro-Rennen der Welt vielleicht. Ich habe mir auch überlegt, ich mache ein Video, wo ich euch, bevor es das Ganze losgeht, einfach mal mein Bike kurz zeige, was jetzt dran gemacht wurde. Kurz noch zum Verständnis. Normalerweise fahre ich ja eine TE 300i, eine Husqvarna. Die ist mir jetzt leider nach sehr intensivem Training in der letzten Woche noch kaputt gegangen. Es war ein Riss im Kolben. Deswegen musste ich jetzt auf die ausweichen. Was ich aber gar nicht schlimm finde, weil ich war mit dieser 10 Tage in Marokko und wollte eigentlich eh mit der fahren, weil die ein bisschen fresher ist und noch nicht so ausgelutscht wie die TE. Aber ja, let's go. Ja, wie ihr seht, uno momento. Also ihr seht natürlich erstmal das Dekor. Das ist angelehnt an die Farbgebung hier vom Erzberg. Da unten der blaue See, passend zum Türkis. Und die Erdfarben wie der Erzberg. Und auch passend wie mein Hoodie, den ich hier anhabe. Die Füchse haben es vielleicht schon erkannt. Ein erdiges Design wie der Erzberg. Wird ein 24-Stunden-Drop. Ein ziemlich dreckiger 24-Stunden-Drop. Blende ich ein, wann genau dieser 24-Stunden-Drop sein wird. Ja, es sind natürlich noch die Optikteile dran vom Supermoto-Umbau. Jetzt Logis Eye und CMT-Carbonschutz ist schön für die Optik. Schützt vielleicht auch ein bisschen. So viel ist eigentlich gar nicht gemacht. Nach Marokko wurde die erstmal wieder fit gemacht. Rundum-Service, was alles kaputt war. Hebelgriffe, Getriebeöl, Motor gecheckt. Aber so ein Werksbike habe ich halt einfach gar nicht. Ich habe nicht mal tiefere Fußrasten. Das ist alles original hier. Die Sitzbank ist eine X-Grip-Sitzbank, die hat sehr gut Grip. Ja, extra für den Erzberg haben wir hier noch so Gurte aus alten Spanngurten gebastelt. Ob ich sie brauchen werde, weiß ich nicht, aber besser haben als nicht haben, wenn man sich gegenseitig helfen darf, weil es ist ja mittlerweile No-Help-Zone, der ganze Erzberg. Früher haben die Zuschauer noch ziemlich geholfen, aber mittlerweile dürfen sich nur noch die Fahrer untereinander supporten. Ja, wichtig, was man sagen kann, ist die Übersetzung. Ja, ich habe 3 Übersetzungen am Erzberg. Einmal jetzt hier für einen Rocket Ride, ein 50er. Dann werde ich im Hauptrennen ein 52er fahren, also ein bisschen kürzer. Das ist die Hill Climbs, dass ich da auch im dritten Gang dann nicht mit meinem Gewicht abkacke. Und ja, für Prolog machen wir 48. Was haben wir noch? Wir haben einen guten Unterbodenschutz. Fahrwerk, Krümmer, Bremsen, alles original. Alles Stock. Stock. Ja, Auspuff noch ein Shorty für den Sound. Funktioniert top. Warum? Offene Handguards, keine geschlossenen. Erstmal, KTM verbaut die Original so. Ich habe schon Geschichten gehört, dass man sich mit geschlossenen Handguards die Hände gebrochen hat, weil man drin hängen bleibt und über den Lenker fliegt. Ich bin früher auch geschlossene gefahren, aber ich mag das nicht, weil ich mit meinen riesigen Händen dann immer so außen drauf komme. Und ich finde offene geiler und seitdem ich offene fahre, habe ich nicht einmal einen Stein auf die Finger gekriegt. Also, und ich finde, sieht da besser aus. So, jetzt kommen wir mal zu dem wichtigen Teil hier, was am Erzberg sehr viel ausmacht, und das sind die Reifen. Ihr seht schon, 2 verschiedene Felgenfarben. Ich habe 3 Felgensätze dabei. 2 Vorderreifen, 3 Hinterreifen. Das ist die, die lasse ich drauf die ganze Zeit. Das ist die goldene, und im Hauptrennen, falls ich reinkomme, wird hinten auch die goldene sein. Und ich habe jetzt 3 Setups. Das erste Setup, das jetzt gerade drauf ist, das ist die schwarze Felge. Ja, auf dieser Felge ist ein weicher Reifen mit weichem Mousse drauf. Gut für den Rocket Ride, gut für die Hill Climbs. Dann morgen beim Prolog werde ich dann ein mittleres Mousse fahren mit einem etwas härteren Reifen. Aber auch nicht zu hart, dass er ein bisschen stabiler liegt. Und ja, wie gesagt, fürs Hauptrennen dann wieder so weich wie geht. Da haben wir sogar noch Löcher aus dem Mousse gebohrt. So richtiger Special-Trick, ob das wirklich was bringt, sehe ich dann. Weil ich würde es mir fast noch weicher wünschen. Aber ja, genau. Wird auf jeden Fall wild. Der Reifen, der sieht auch noch sehr gut aus nach 2 Hillclimbs. Tank voll und Abfahrt. So, und wie habe ich mich denn überhaupt vorbereitet für den Erzberg, dass ich das Ganze auch durchstehe, dass ich nicht schlapp mache wie das letzte Jahr, wo ich dachte, ich fahre gut, aber nicht so wirklich vorbereitet war. Dieses Jahr ist es eher andersrum. Ich bin eigentlich saumäßig gut vorbereitet und denke irgendwie, ja, mir fehlt es noch so ein bisschen an Mut. Aber falls ich jetzt in den Rocket Ride ins Finale komme heute Abend,
Das wird auf jeden Fall einen guten Ego-Push geben, aber ich bin auf Platz 41 gerade und der zweite Lauf läuft gerade, deswegen. Ja, aber ich fühle mich echt geil. Ja, wie habe ich mich denn vorbereitet? Ich habe auf jeden Fall sehr viel auf dem Bike trainiert. Gegen Ende habe ich dann auch noch Fahrrad und so gemacht, aber eigentlich war es hauptsächlich auf dem Bike. Ich war 10 Tage in Marokko. Das war so das Härteste überhaupt, weil es wirklich jeden Tag ungefähr 200, 300 Kilometer zu fahren gab. Das war jetzt nicht so das Überextreme, aber es war halt sehr lange. Es waren einfach unglaublich lange Strecken, wo man irgendwann einfach nur noch im Stehen fahren konnte, weil dir der Arsch wehgetan hat. Und dadurch, dass ich dann jeden Tag aufs Neue immer wieder diese Überwindung machen musste, nach 4, 5 Tagen waren die Schmerzen weg am Arsch und dann wurde es immer besser. Und allein mit diesem Mindset hier am Erzberg zu sein, zu wissen, ich habe 10 Tage Marokko durchgezogen, wie viele Kilometer es waren, weiß ich nicht, schätzungsweise 2.000, 3.000 auf diesem Bike mit Wüste, Berge, Steine, alles Mögliche. Das gibt mir auf jeden Fall einen heftigen Ego-Push, dass, falls ich hier mal schlapp mache, denke ich einfach dran, ey, Digga, in Marokko hast du auch keine Wahl gehabt. Da ging es auch immer weiter. Da musstest du abends ankommen. Das war mal das eine Training. Und danach ging es dann viel weiter auf einer Privatstrecke. Da habe ich mir dann so einen Rundkurs gemacht und habe dann versucht, die Runden am Stück zu fahren. Das war ein Rundkurs aus bergab und bergauf. Also die ganze Zeit eigentlich auf Konzentration, dass man halt auf Spannung, dass man nicht einen Fehler macht, weil sowohl bergab als bergauf kann man richtig schön in die Bäume fahren. Und da habe ich innerhalb von 3 Tagen, also nicht 3 Tagen in Folge, aber 3 Trainingstage habe ich gemerkt, vom ersten zum zweiten zum dritten. Am ersten bin ich so 3 Runden am Stück gefahren, dann am zweiten Tag bin ich schon fast 7 Runden gefahren und am dritten Tag habe ich die 10 Runden weggerotzt, wo ich mir dachte, Alter, jetzt merkst du es aber, jetzt läuft es hier richtig. Und ja, gegen Ende bin ich echt nur noch Fahrrad gefahren und habe eher versucht, noch mal zu recovern, dass ich noch mal mehr richtig Ruhe gönne, dass ich hier nicht mit Muskelkater am Erzberg hocke. Und ich denke wirklich, das hat's gebracht. Ich habe vorhin bei der Prologabfahrt 42 Minuten im E-Bike durchgestrampelt und meine Muskeln, alles haben zugemacht, aber die Kondition nicht. Und das ist ein gutes Zeichen, dass ich eigentlich nur viel essen muss. Viel essen muss, viel trinken muss und viel schlafen muss. Und nicht so viel die Hosen voll haben, einfach mal wissen, dass ich gut fahre. Und ja, das ist jedes Mal ein Stress hier zu sein, aber dieses Jahr stehe ich irgendwie anders da wie die letzten Jahre. Ich hoffe, man sieht es in dem Ergebnis dann, aber dieses Jahr fühle ich mich wirklich geil hier zu sein. Ich habe nicht so eine riesen Angst wie die Jahre davor. Ja, das war's, Leute, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Jetzt gehen gerade die Sonne ein bisschen weg, dann kommen die Farben, finde ich, viel geiler raus vom Dekor. Die Sonne hat gerade so das Türkis gefressen, aber jetzt machen wir Ende. Ich bin so ein Labersack immer. Cut.